Hi, ihr habt uns letztes Mal gefragt, ob wir vielleicht mal zeigen könnten, wie man eine Inspektion durchführt. Gesagt, getan, jetzt folgt unser kleiner Einblick. Eins vorweg, nicht jede Inspektion ist gleich. Sie ist von drei Faktoren abhängig. Erstens die Laufleistung vom Fahrzeug, zweitens das Alter vom Fahrzeug und drittens von welchem Hersteller das Fahrzeug ist. Als Hilfe dient uns natürlich der Serviceplan. Da sind alle Punkte, die das Fahrzeug in der Inspektion bekommt, abgebildet und wir können jedes einzelne abhaken. Natürlich alles nach Herstellervorgaben. Aber was beinhaltet eigentlich eine Inspektion? Wie schon am Anfang gesagt, es kann unterschiedlich sein. Es kann ein Ölwechsel sein, es kann ein Bremsflüssigkeitswechsel sein, Luft, Pollenfilter oder die Zündkerzen müssen gewechselt werden. Aber eine Sache haben alle Inspektionen gemeinsam. Das Auto wird einmal komplett durchgeschaut, ob auch wirklich alles in Ordnung ist und ihr sicher auf der Straße seid. Und auf Nummer sicher zu gehen, kommt ihr damit zu uns.